Ja, hör zu, ich bin da dran. Und wir können es abschließen. Taxi! Ja, werden wir schon nicht. Keine Sorge. Haben Sie Erfahrung in der Pflege? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann es sicher lernen. Dann gehen wir mal zu Will. Will, das ist Louisa Clark. Nathan erklärt Ihnen Wills Tagesabläufe und medizinische Geräte. Tu nicht so, als wäre ich nicht da, Mutter. Mein Gehirn ist nicht gelähmt. Noch nicht. Hi. Wofür bin ich zuständig? Schätze, um ihn aufzuheitern. Wir könnten heute Nachmittag einen Ausflug machen. Meine Mutter sagt, Sie sind sehr gesprächig. Ja. Können wir uns auf einen Deal einigen, durch den Sie sehr ungesprächig in meiner Gegenwart sind? Guten Morgen. Oh, er hasst mich. Jedes Mal, wenn ich was sage, sieht er mich an, als wäre ich bescheuert. Fairerweise muss man sagen, das bist du ja auch. Ja, aber das weiß er doch noch nicht. Interessante Schuhauswahl. Was meinen Sie damit? Die können nicht von hier sein. Wieso nicht? Dies ist so ein Ort, wo Leute hinkommen, die keine Lust mehr auf das wahre Leben haben. Ich bin hier glücklich. Das sollten sie aber nicht sein. Sie leben nur einmal. Und sie haben die Pflicht, das in vollen Zügen zu genießen. Will, kann ich Sie etwas fragen? Das werden Sie sowieso. Entschuldigung, ich bin wieder zu gesprächig. Nein, bleiben Sie. Erzählen Sie mir was Schönes. Als ich klein war, hatte ich ein Lieblingskleidungsstück. Das war meine Hummelstrumpfhose. Hummelstrumpfhose. Schwarz und gelb gestreift. Ach du Scheiße. Hatten Sie nie was, das Sie so richtig geliebt haben? Doch. Loving can hurt. Sie haben doch nicht meine Augenbrauen abrasiert. Nur die eine. Lou hat gesagt, Sie waren mal ein sportlicher Typ. Pat? Ich wette, wenn wir Ihnen einen richtig guten Fitnessplan erstellen... Patrick. Oh nein, schon gut. Ehrlich gesagt... dachte ich komme damit klar und kann wieder da anfangen, wo ich aufgehört habe. Ich habe mich geirrt. Darf ich Sie ausführen? Du hast sowas von ein Date mit Will Trainer. Zu viel Möpse. Hol das rote Kleid raus. Ich möchte noch nicht reingehen. Ich will einfach ein Mann sein, der mit einer Frau in einem roten Kleid in einem Konzert war. Nur noch ein paar Minuten. Das ist seine vierte Lungenentzündung. Die letzte hätte ihn beinahe umgebracht. Ich habe meinen Eltern 6 Monate versprochen und die habe ich ihnen gegeben. Aber das war, bevor ich da war. Ich will, dass er lebt, aber nur, wenn er leben möchte. Ich kann das doch nicht einfach zulassen. Menschen kann man nicht ändern. Was kann man dann tun? Sie lieben. Achten Sie auf ihn. Ein guter Mann. Ich möchte nicht, dass du all das verpasst, was ein anderer dir geben könnte. Aber ich... kann dich glücklich machen. Du hast aus mir einen vollkommen neuen Menschen gemacht. Weißt du was, Clark? Du bist so ziemlich der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett will. Wait for me to come home.